Schwestern, liebe Brüder. Zwei Frauen auf dem Weg. Zwei Frauen mit ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten. Natürlich, wie das immer ist, aber es lohnt sich darauf noch einmal hinzuweisen, zwei Frauen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Zwei Frauen mit verborgenem Potenzial. Zwei Frauen begegnen einander. Und es geschieht etwas. Es wird der Lobpreis geboren aus dieser Begegnung. Wenn man so will, könnte man sagen, diese Begegnung der beiden Frauen ist die Geburtsstunde eines klassischen Klosters. Man geht nicht hin, weil man befreundet ist. Man müsste versucht zu sagen, Gott bewahre. Wo würde das hinführen? Unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Erfahrungen treffen sich. Und dann kann so etwas wachsen wie Lobpreis, dann entsteht ein ganz besonderer Raum dann, wenn das verborgene Potenzial zur Sprache kommt. Das ist die Geschichte des heutigen Evangeliums. Das Fest Maria Heimsuchung, das Geburtsfest des Magnificat, aber auch das Geburtsfest eines Gebetes, das wir so oft sprechen, das eingebettet ist in unser Ave Maria. Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen. Elisabeth weiß noch gar nicht, dass Maria schwanger ist, wen sie da trägt. Die erste Reaktion kommt aus der Verborgenheit. Man könnte sagen, aus der Kontemplation des Mutterschoßes kommt die erste Reaktion. Der noch ungeborene Johannes reagiert auf Christus. Ist das sozusagen schon der Schlüssel dieses Festes, wenn ihr beide heute, Schwester Irene, Schwester Ruth Elisabeth, mit euren Lebensgeschichten, mit eurer Biografie euch ins Noviziat der Gemeinschaft der Schwestern der Heiligen Klara aufnehmen lasst. Und kann dann der Lobpreis wachsen in der Gemeinschaft der Schwestern, auch mit den Schwestern und Brüdern, die kommen und die daran teilnehmen, wenn das verborgene Potenzial in uns in den Blick kommt, das verbindet. Das verborgene Potenzial, mit dem wir kommunizieren. Das verborgene Potenzial, das uns immer neu in Erinnerung ruft, weshalb wir überhaupt da sind. Das verborgene Potenzial in uns, das wir austragen. Jesus spricht in den Evangelien so oft von der Saat, die ausgesät ist. Und wir hören hier von der Frucht des Leibes. Wir können es überleiten zur Frucht des Lebens. Alles in dieser kleinen Aufnahmefeier, eben in der Vesper, hat so den Hauch von Beginnen. Aber mit Verlaub gesagt, es ist ja kein Beginn. Es ist eine wichtige Wegstation, aber kein Beginn. Es ist eine Station auf einem langen Weg. Und das, was uns das Evangelium in der langen, langen Lebensgeschichte der Elisabeth und in der viel kürzeren Maria sagt, haben wir in der Vesper im Psalm gesungen. Sie sollen singen auf den Wegen des Herrn. Die Herrlichkeit des Herrn ist gewaltig. Sie ist nicht gewalttätig, die Herrlichkeit des Herrn. Sie überwältigt einen nicht einfach, sondern sie geht mit. Wie schön ist es, dass ihr in euren Namen Erbarmen und Treue Gottes, die vornehmsten Namen, die Gott trägt in der Geschichte Israels, dass ihr sie mit eurem Leben in der Gemeinschaft der Schwestern ausleuchten wollt. Und dass dieser Glanz von der Herrlichkeit des Herrn, der wirklich gewaltig groß ist, dass dieser Glanz in der Wegstation, die ihr jetzt geht und schon gegangen seid, aufleuchtet. Muss ich auch gehen inmitten der Drangsal, und davon gibt es wahrlich viele, auch im Kloster? Du erhältst mich am Leben. Dieses verborgene Potenzial in uns, das in uns ausgesät wird, jeden Tag neu, durch das Wort, das wir sprechen, das wir murmeln, das wir uns aneignen, indem wir es sagen, indem wir es hören, indem wir praktizieren, auch in den Tagzeiten, was Glauben ist und wo er herkommt, vom Hören.
Und wir gleich im nächsten Vers schon wieder diesen Glauben sagen, den anderen, ihnen Glauben helfen. Du erhältst mich am Leben. Du streckst deine Hand aus. Deine Rechte hilft mir. Wer das verborgene Potenzial Christus in sich trägt und jeden Tag neu zu entdecken bereit ist, zu dem spricht der Psalm. Der Herr wird meine Sache führen. Er wird mich den Weg führen. Nicht ich muss es machen. Vielfach gibt es die Erfahrung, gerade im geistlichen Leben, dass es eine Versuchung ist, zu denken, ich muss es machen, ich muss es vorwärts bringen. Da wird es krampfig. Dann tragen wir sozusagen die Frucht in uns nicht aus. Der Herr wird meine Sache führen. Denn, der nächste Vers sagt es, deine Liebe währt ewig. Und ihr könnt es einsetzen. Dein Erbarmen währt ewig. Deine Treue währt ewig. Alles das, diese vornehmen Namen Gottes, die er in der Geschichte Israels trägt und die Maria in ihrem Magnificat besingt. Zwei Frauen, die heute einander begegnen. Zwei Frauen mit verborgenem Potenzial. Ihr seid solche Frauen, wie alle anderen Schwestern auch. Wie wir alle, die wir getauft sind, die wir Christus in uns tragen dürfen und ihn zur Welt bringen. Und wenn wir ihn bringen, dann lösen wir im anderen und in der anderen immer etwas aus. Dann erkennen wir im anderen Christus. Dann können wir manchmal springen, aber auf jeden Fall jeden Tag neu singen. Vom Erbarmen, von der Treue und von der Liebe Gottes.